Ich grüße euch zu einem neuen Part Pokémon Pearl. Heute schauen wir uns diese Route hier an. Ich bin gespannt, was es hier für Pokémon gibt. Ach, das Wetter ist ja schon mal gar nicht gut. Ich hoffe, wir kommen da ohne uns zu erkälten durch die Route. So, schauen wir mal, was es hier für Pokémon gibt auf dieser Route. Ich bin schon ganz gespannt darauf, welche Pokémon hier sich in diesem Gras befinden. Ah, aber zunächst müssten ein paar Pokémon erstmal auftauchen, weil, ja, jetzt. So, das Pokémon, ein Kadabra. Interessant. Okay, das sieht man auch nicht alle Tage, dass man wilde Kadabras findet. Ein Vorteil hat, und zwar können die nicht wie Abra Teleport einsetzen, da Kadabras meistens keine Teleport-Attacke beherrschen. Zumindest keine wilden. Natürlich können Kadabras auch Teleport beherrschen, allerdings nur, wenn sie sich durch ein Abra entwickelt haben. So, schauen wir mal nach, was es für Attacken kann. Siegkraft. Senkt die Genauigkeit meines Pokémons, glaube ich. Die Attacke habe ich bis jetzt kaum im Einsatz gesehen. Und es regnet. Das bietet einem einige Vorteile, allerdings auch einige Nachteile. Der Vorteil an einem Regen ist, dass es Wasserattacken verstärkt. Und der Nachteil ist es, dass es Feuerattacken schwächt. Und man kann Elektroattacken, also jede Elektroattacke, die man einsetzt, trifft während des Regens. Auch Donner zum Beispiel. Okay. Das sollte ich vielleicht meine Frau Löwe an erster Stelle tun. Wenn es hier regnet, dann kann sie ihre Kraft gegen die wilden Pokémon einsetzen oder auch gegen die Trainer-Pokémon. So, hier sehen wir einen fetten Wanderer, oder fett ist er eigentlich nicht, daneben nur ein Wanderer oder ein Schatzsucher. Ich bin ein Schatzsucher. Heute ist die Beute dein Sieg gegen dich. Mann, dann bist du aber nicht so erfolgreich, wenn du mich als Beute ansiehst. Oder in Ruinmaniaken besonders erfolgreich. Ach, nicht so wichtig. Ein Bronzel. Bronzels Schwäche ist Feuer. Und, na, Kampf nicht. Nur Feuer eigentlich. Und Boden natürlich auch. Allerdings können viele Bronze diese Bodenattacke ganz einfach mit ihrer Fähigkeit umgehen. Mit der Fähigkeit Schwebe natürlich. Boah, das zieht ja fast gar nichts ab. Na gut, Bronzel hat ja auch eine hohe Verteidigung. Da ist es nicht so überraschend, dass dieser Angriff so wenig Damage gemacht hat. So, ich probiere es mit Funkenschwung. Dank des Regens trifft die Attacke jetzt zu 100%. Okay, das hat fast gereicht, um ihn zu killen, aber fast ist auch nur fast. Ach nee, jetzt bist du verwirrt. Bitte verlass dich nicht selber. Eigentlich könnte ich mein Pokémon austauschen lassen, aber... nee. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Du wirst dich schon nicht selbst... Verdammt, er hat sich selbst verletzt. Ich meine, sie hat sich selbst verletzt. Sie ist deine Frau. Nein! Musst du mein Pokémon jetzt auch noch einschläfern? Und du hast eh nur ein paar KP. Mann, sowas ist nervig. Ich glaube, soll ich es austauschen lassen? Nee, komm, du kannst auch im Schlaf kämpfen. Ich glaube an dich. Hab Albträume. Jawohl, Flinkklaue. Oh. Eine Psychoattacke, die unser Bronzel ebenfalls kann, Sondersensor. Es regnet weiter. Gut, jetzt aber. Tackle! Mach doch endlich auf! Hast du heute Nacht nicht gut geschlafen oder warum schläfst du jetzt so lange? Oh Gott. Frau Löwe hat schon die Hälfte ihrer KP verloren. Jetzt aber Tackle! Jawoll! Nein! Verwirrung! Bitte greif an! Keine Hypnose! Keine Hypnose! Verdammt, mein Pokémon hat fast keine KP mehr. Verdammt! Ich könnte jetzt auf Risiko gehen und einen Tackle benutzen oder ich könnte auf Safe spielen und hoffen, dass dieser Angriff trifft. Ich gehe auf Risiko. Ja. Nein! Warum geht die Attacke jetzt daneben?
Ah, das hast du dir selbst zuzuschreiben, dass du jetzt stirbst. Selber schuld. Tja, selber schuld, wenn du dir dabei nicht denkst, diesen Tackle treffbar zu machen. Komm, diesen Tackle, den lassen wir mal daneben gehen. Oh nein, ich bin tot. Oh. Jetzt wirst du gekillt von dem Bronzel. Du solltest dich schämen. Ah, jetzt muss ich Reservespiele in den Kampf schicken. Petersdom. Mein eigenes Bronzel. So, jetzt bin ich versehentlich in den Beutel gegangen, wollte ich nicht. Sondersensor. Zum ersten Mal war unser Bronzel schneller. Aber wir kämpfen ja auch gegen ein anderes Bronzel und Bronzel hat ja nicht die hohe Initiative auf seiner Seite. Alles klar, der hat noch ein Pokémon. Oh nein. Bronze hat mich schon richtig fertig gemacht. Gut, bei Schilderus werde ich wechseln. Schilderus ist ein Fossil-Pokémon aus der vierten Generation. Das kriegt man, wenn man ein, ich glaube, das heißt Schildfossil. Bin mir nicht sicher, ich hatte das Fossil noch nie. Wenn man das abgibt, irgendwie beim Labor, dann kriegt man ein Schilderus. Gut, das war's auch für Schilderus. Und ich hoffe, das war auch jetzt sein letztes Pokémon. Leider für unser Plibren. Ich kann nicht gewinnen. Ich bin einfach eine Nummer zu groß. Du bist einfach eine Nummer zu groß, ja. Und hier ist ein Item. Und hier ist noch ein Trainer, der uns gerade nicht erwischt hat, während wir seinen Äther mitnehmen. Hä? Bist du kein Trainer? Zwischendurch gehe ich auch langsamer. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ja. Danke für diese nutzlose Info. Warum ist die Trainerin überhaupt da? Ich meine, diese Typin. Du bist völlig nutzlos am Platz. Die Entwickler haben dich einfach nur reingetan, damit du die Spieler ein bisschen aufhältst. Zeit totschlagen und so, ne? Ich fange jetzt nicht nochmal damit an. Was dir angetan wurde, das füge dem anderen zu, der Gegenstoß. Das ist gut für Pokémon-Kämpfe, aber im wirklichen Leben, da würden die Kämpfe kein Ende nehmen. So viel steht's fest. TM 66, Gegenstoß. Eine Unlichtattacke. Verwende sie nach der Aktion eines anderen und die Kraft wird verdoppelt. Alles klar. Steht allerdings nicht in einem Moveset von unserem Pokémon drin. Aha, aber ich könnte sie mal einem Pokémon einfach so beibringen. Und zwar. Wo ist ein Gegenstoß? Was war das für ein TM? TM 66, genau. So, was kann denn Petersdom an Gegenstoß? Soll ich es ihm beibringen? Ich glaube nicht. Gut, ich rieche versteckte Items. Mein Pokémon-Instinkt macht sich wieder bemerkbar. Kein Item. Schade. Sah fast danach aus. Wegen dieser leeren Stelle. Bei leeren Stellen, da besteht auch eine geringe Chance, versteckte Items zu finden. So, hier ist ein Zerschneidebusch. Wir haben zum Glück unser Haspirohr dabei. Genau. Dieser Fels, wollte ich schon sagen. Dieser Busch ist kein großes Hindernis mehr. Und hier ist ein weiterer Trainer. Du sagst, ich wäre eingedöst. Das habe ich nur vorgetäuscht. Ja! Ach, wie hinterlistig von dir. Schwanzgurt. Schwanzgurt. Oh Gott. Schwanzgurt Albrecht, ja. Schwarzgurt Alfred. Schwanzgurt. Oh Gott. Da verlese ich mich einmal und dann kommt so ein scheiß Wort raus. Schwanzgurt. Oh Gott. So, Schnabel. Ich sollte vielleicht mal den Schnabel halten, so wie mein Plibren. Also gut, Schnabel. Dieser Scanner, der hat alles nur herausgezögert. Scanner sollte man nicht einsetzen, wenn man keinen Vorteil daraus erzielen kann. Ansonsten nervt die Attacke einfach nur.
Okay, noch einmal Schnabel und das Mediti hat genug meditiert. Na, komm schon. Scanner sollte man echt nicht einsetzen, wenn man daraus keinen Vorteil erzielen kann. Da geht man lieber drauf, weil es zögert das Ganze nur in die Länge. Okay, nochmal Schnabel. Ihr benutzt Offenlegung, was die Attacke kann, kann ich euch gerade nicht sagen. Ich glaube, sie durchbricht Reflektor und Lichtschild, soweit ich weiß. Bin mir nicht sicher. Gut. Und das nächste Pokémon von ihr, oder von... Nee, ist ein Mann. Stimmt, Alfred. Alfred. Schwanzgurt Alfred. Ein Marollo. Können wir auch gleich mit Schnabel killen. Flugattacken sind sehr effektiv gegen Kampf-Pokémon. Vielleicht sollte ich doch vielleicht auch besser eine Wasserattacke einsetzen. Ich meine, da ist Depp drauf. Da ist Regenbonus drauf. Ist zwar nicht effektiv, aber die Attacke ist viel stärker als Schnabel. Ich probiere es mal mit einer Wasserattacke. Vielleicht müsste die sogar reichen, um ihn jetzt zu ownen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die Attacke stärker ist. Denn da ist Regen drauf, Step drauf, Wasser ist da drauf, Schaum ist da drauf, weil da Blasen entstanden sind. Blasen entstehen ja, glaube ich, nur wenn da Schaum drin ist. Ich habe keine Ahnung. Oder nein, es gibt ja auch Blasen natürlich, ne? So von Wasserfällen, glaube ich. Da sieht man ja beim Wasser, beim Wasserfall manchmal auch so Blasen im Wasser, glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Noch nie einen Wasserfall gesehen, einen richtigen. Höchstens mal so, ja, so ein Fluss halt, so ein Flussdamm, ne? Der wo halt so von Flüssen, das Wasser irgendwie runterfallen lässt, ne? Ich wohne ja da beim Lech dran, ne? Ich wohne in Augsburg und da haben wir so einen, Staudamm beim Lech. Ich weiß auch nicht genau, wie man das nennt. Naja, eine Fausttafel. Um Zeit und Raum miteinander zu vereinen, wurden drei Wesen geboren. Interessant. Kevin verstaut Fausttafel in die Ethentasche. Alles Klärchen. So, was haben wir denn hier? Ein Schildchen. Tipps für Trainer. Pokémon-Attacken sind entweder physische oder Spezialattacken. Die Stärke der physischen Attacken hängen vom vom Angriffswert des Pokémons ab. Und die Stärke der Spezialattacken wird vom Spezialangriffswert des Pokémons bestimmt. Ja, ein sehr nützlicher Tipp, den ich vor 5 Jahren noch nicht wusste. Damals kannte ich die Bedeutung von Spezialattacken und von physischen Attacken noch nicht so gut. Aber jetzt kenne ich sie ja, zum Glück. Bewundere die Schärfe meiner Attacken des Kampf-Pokémons. Wieder ein Schwanzgurt. Sönke. Glibunkel. Mann, ich glaube, ich werde es mir angewöhnen, Schwanzgurt statt Schwarzgurt zu sagen. Rein aus Prinzip wegen diesem blöden Sprachfehler. Schwanzgurt. Naja. Okay. Was? Erschaudert? Vorahnung? Ach, keine Ahnung. Er kennt irgendwie so Fähigkeiten oder sowas. Ich weiß es nicht. So, Blubstrahl. Regnet es eigentlich noch? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Krieg so vieles nicht mit, weil ich muss nebenzu nachdenken, was ich so sagen möchte. Und da ist es schwierig, teilweise aufs Spiel zu achten. Und man muss quasi ein Multitasking betreiben, damit man einen guten Pokémon-Part produzieren kann. So. Nebenzu suche ich auch immer nach neuen Themen, über die ich diskutieren kann. Wie zum Beispiel vorhin dieses Thema Wasserfall und Blasen. So, und hier ist ein Zerschneiderbusch. Zerschneiden wir den mal wie so ein Gärtner. Zerschneiden Gärtner eigentlich Büsche? Bestimmt eigentlich, ne? Ich meine, die müssen ja so Verwurzelungen, glaube ich, keine Ahnung. Ich vermute jetzt einfach mal, dass sie so Wurzeln irgendwie zerschneiden müssen. Oder so Unkraut jäten müssen oder sowas. Das ist ja auch so fast so wie einen Zerschneiderbusch zu zerschneiden. Gut, die Bären hätten wir eingesammelt und hier geht es nach oben über eine Brücke und hier finden wir auch ein Item. Ich hoffe, es ist eine TM.
Denn die sieht so frei aus, dieses Item. So ganz alleine steht's da. Das einsame Item. Du wirst jetzt eingesammelt. Dann bist du nicht mehr ganz so einsam. Dann bist du immer an meiner Seite. Okay, wir haben diesen einsamen Megablock jetzt eingesammelt. Und ja, jetzt geht weiter auf diese Route. Und hier ist ein weiterer zerschneidender Busch. Spielen wir der Gärtner und zerschneiden diesen Busch. Okay. Wenn man Präsident Busch eine Schnittwunde verteilt, dann hat man auch den Busch zerschnitten. Okay, der wird zwar scheiße, weil ich gestottert habe gerade ganz kurz, aber der war doch ganz gut von der Idee her, sag ich mal. Jeder vergossene Schweißtropfen macht mich nur noch stärker. Wo sind bei dir Schweißtropfen? Es regnet. Die werden sofort weggespült und durch Regenwasser ersetzt. Naja. Okay, Marek ist da. Ein Gliebunkel, ein Gift-Pokémon. Gift und Kampf, wenn man es genommen möchte. Ah ja, es regnet, dann haben wir den Wasservorteil auf unserer Seite und die Wasserattacke. Luftstrahl wird verstärkt. Um wie viel kann ich nicht sagen, ich vermute mal um 30%. Bin mir nicht sicher. Das müsste ein One-Hit sein, jawohl. Step plus Regentanz ist gleich Kill. Gut, unser Pibrin hat fast Level 30. Jetzt werde ich meinen Pokémon austauschen und werde meinen Kampffalken benutzen. Na, aber vielleicht sollte ich doch erstmal meinen Pokémon auf Level 30 hoch trainieren und dann erst meinen Pokémon einsetzen. Dann haben wir eine schöne gerade Zahl, nämlich die 30. Dann können wir vergleichsweise schon gegen das Knogger im Pokémon-Turm antreten. Theoretisch. Gut, das war das andere Mahalo. Nein, das andere war ein Gliebunkel. Verdammt. Gut, unser Start hat jetzt Level 30 erreicht. Wir brauchen nur 6 Level für die Entwicklung zu Empoleon. Dann haben wir einen Stahl-Wasser-Typ. Und das letzte von ihm ist ein Medity. Hier werde ich zu meinem Kampf-Falken wechseln und ihn mit Flügelschlag angreifen. Alles klärchen, das sollte kein großes Problem sein, denn wir haben den Typenvorteil auf unserer Seite. Wir müssen einfach nur eine Flugattacke einsetzen und das war's. So, Flügelschlag. Und easy going. Das müsste sogar ein One-Hit sein, also von daher keine großen Probleme bei diesem Kampf-Psycho-Pokémon. Ah, fast Level 28 für Kampffalke. Auch wenn ich es kaum glauben kann, aber eine Niederlage ist eine Niederlage. Tja, so ist es. Gut, jetzt werde ich Kampffalken an die erste Position setzen. Und danach werde ich Petersdom an die zweite Position setzen. Halt, verdammt, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt bin ich hier auf Bericht gegangen. Wollte ich gar nicht. So. Okay. Gut. Schauen wir mal kurz nach, wo es lang geht, wenn wir hier lang gehen. Da kommen wir ja schon her, ist zwar klar, aber ich habe es mir noch nicht so genau angeschaut, glaube ich. Oder kann. Doch. Wir waren da schon. Wir kommen da sogar her. Da muss ich mir nicht nochmal das Ganze anschauen. So, ich rieche versteckte Items. Sieht schlecht aus, naja. Hier oben vielleicht? Mein Radar zeigt mir gerade nichts an. Sieht schlecht aus. Hier ist kein Item. Leider, auch wenn hier so kleine Lücken sind, da könnte man vermuten, dass hier einige versteckte Items zu finden sind. Sind aber leider nicht. Aber hier ist ein Item. Erstmal müssen wir diesen Busch zerschneiden, um dort hinzugelangen. Okay, was ist das für ein Item? TM34 Schockwelle. Die könnten wir unserem Luxio beibringen. Also Frau Löwe. Mache ich auch. Haspirohr kann Schockwelle. So ein kleiner Hase. Naja gut. Greift mit Blitzen an.
Also, seid immer freundlich zu euren Hasen, sonst schleudern sie Blitze auf euch. Okay, Frau Löwe hat jetzt Schockwelle erlernt. Eine Attacke, die immer trifft. Außer gegen Boden-Pokémon natürlich, weil Elektroattacken allgemein gegen Bodentypen nicht anwendbar sind. Jogging ist sehr gesund, aber man sollte es nicht übertreiben. Und eine kleine Info, okay. Und hier ist ein Item. Ein Hyperheiler. Der erste Hyperheiler, soweit ich weiß, den wir finden. Schauen wir mal unsere Itembeutel an. Item, Medizin, diese ganzen Slots, die finde ich ein bisschen übertrieben. Ich meine, es sind Slots für Medizin, Items, Pokebälle. Ich glaube, Items und ja, Pokebälle sehe ich schon einen extra machen zu müssen. Briefe ist unnötig. Kampf-Items. Kampf-Items und Medizin hätte man zusammenlegen können. Weil Medizin ist ja eigentlich auch ein Kampf-Item. Man setzt die ja auch im Kampf ein, diese Items. Also diese Medizin und Kampf-Items hätte man zusammenlegen können. Wären vielleicht auch. Aber vielleicht auch nicht, denn fürs Mixen, ja gut, kann man sich drüber streiten, ob man Bären auch noch in Kampf-Items reintut. Items sehe ich auch noch ein, dass die extra sein müssen. Aber Briefe hätten auch Items sein können. Die Briefe, ich meine, wer benutzt intensiv Briefe? Keiner. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der die Briefe ernsthaft benutzt. So, oh, Zirpeise. Würde ich das Spiel jetzt privat spielen, würde ich es einfangen, denn ich habe privat noch keinen Zirpeise. Okay, wenn ich es kill, dann kriegen wir ein Level up. Wenn ich es fange, kriegen wir kein Level up. Was mache ich denn jetzt? Ruckzuckib, ich probiere es mal einzufangen. Einfach mal so, weil ich keinen Zirpeise privat gefangen habe. Ja, er geduldet sich ein bisschen und wartet auf einen stärkeren Angriff von mir. Wenn ich jetzt nochmal Ruckzuckib benutze, dann habe ich ein Problem, denn dann, ich benutze Doppelteam, bis die Geduld vorbei ist. Zirpeise ist ein schönes Pokémon zum Zerschneiden. Denn es sieht so aus, als könnte es gut einen Zerschneider einsetzen, ähnlich wie bei Sichler. Sichler sieht auch super aus, um einen Zerschneiderbusch zu zerschneiden. Gut, wir erhöhen unseren Fluchtwert, das bringt uns den Vorteil, dass unser Pokémon nicht mehr getroffen werden kann oder dem Gegner es schwerfällt, unser Pokémon zu treffen. Okay, jetzt wird Geduld von ihm zuschlagen. Ich benutze nochmal Ruckzuckieb und dann werde ich zu. Ich benutze nochmal Doppelteam und dann werde ich zurückgreifen. Und ihn weiter ein bisschen schwächen. Oh, der hatte ja schon Geduld benutzt. Na gut. Dieses Pokémon kann bestimmt mit Level 50 Guillotine oder sowas. Denn danach sieht es eigentlich auch aus. Ah. Zornklinge kann das Pokémon bestimmt auch später, würde ich jetzt mal vermuten. Ich kenne das Pokémon, glaube ich, überhaupt nicht. Von den Attacken her, ich kann nur vermuten. Was könnte es noch lernen? Käferbiss vielleicht? Horta vielleicht? Glaube ich zumindest. Und das noch? Also, dass es Geduld kann, weiß ich. Blutsauer kann es ja. Staffette? Naja, ich glaube, Staffette vielleicht nicht. Ich glaube eher so Klingenattacken. Laubklinge ist eine Pflanzenattacke, da ist es eher unwahrscheinlich, dass es eine Pflanzenattacke lernen kann als Käfer-Pokémon, aber auszuschließen ist es auch nicht. Okay, ich habe mein erstes Zirpeise gefangen. Für Zirpeise wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Zirpeise, Zirper, Käfer, Größe 1 Meter. Boah, stell euch mal so einen 1 Meter großen Käfer vor, der so aussieht. Boah, eklig. Und er wiegt 25,5 Kilogramm, also ziemlich schwer, so schwer wie mein Schreibtisch, vielleicht ein bisschen schwerer. Über seine Melodien teilt es seine Gefühle mit. Wissenschaftler untersuchen das Muster der Melodien.
Gut, das war's auch schon für dieses Gras. Und hier sind noch zwei Trainer zum Abschluss. Dieser rote. Ich kämpfe gegen alle. Auf diese Weise werde ich besser. Und die andere. Ich will zur Herausforderung in die Schlaide-Arena. Aber zuerst, ja, möchte er kämpfen. Oder sie möchte kämpfen. Oder vielleicht auch er, sehen beide aus wie Frauen. Aber einer davon ist keine. Welcher das ist, kann ich nicht sagen. Die sind beide so feminin aus. Ähnlich wie Bill von Tokyo Hotel. Wir haben hier einen Charmian und einen Panpyro. Panpyro ist die Entwicklung des Feuerstarters. Plinfer, glaube ich. Heißt das Pokémon? Ne, Plinfer ist unser Pokémon. Verdammt, wie heißt das andere? Wie heißt der Feuerstarter von Sinnoh? Also das erste ist Chelast, Plinfer und... keine Ahnung. Verdammt, ich kenne den Namen des Feuerstarters von Sinnoh nicht. Unglaublich. Ja, verdammt, wir haben genau die falschen Typen. Ja, bis auf Brunzel. Brunzel, also unser Kampf-Hike ist noch okay, sag ich mal. Aber Peters Dumm ist komplett falsch, denn gegen Panpyro haben wir keine Chance. Das heißt, ich muss meinen Peters Dumm erstmal wechseln lassen, bevor es getötet wird. Moment, erstmal muss ich eine Attacke für unseren Kampffalken auswählen. Flügelschlag auf Panpyro. Panpyro ist ein Kampftyp und Peters Dumm tauscht aus mit unserem Wasserstarter. Verdammt, was ist jetzt der Feuerstarter von Sinnoh? Plinfer, Chelast und... also Plinfer ist der Pinguin. Chelast ist der, diese Kröte da. Dieser Dinosaurier, dieser Pflanzenstarter halt. Aber was ist der Feuerstarter? Wie heißt der Feuerstarter? Ach ja, unser Pokémon nennt Aeroas, eine Attacke, die immer trifft. Plinfer, Chelast... oder Chelast, Plinfer. Verdammt, wie heißt das Pokémon nochmal? Ich komm drauf. Irgendwas mit P. Nee, P ist falsch. Plinfer, Chelast. Ach, keine Ahnung. Panpyro, Panflam, Pinflam, Pinfler. Pinflam, Pamflam, Pimflam. Ach, ich sollte aufhören, mich da Gedanken drum zu machen. Ein Gyarados, schon ein größerer Gegner. Ein perfektes Pokémon für Frau Löwe eigentlich. Aber zunächst möchte ich... Worte Lupentia noch. Aeroas auf Charmian und Waterloo wird ausgetauscht mit... Oh, Frau Löwe ist tot, verdammt. Ja gut, dann muss ich mit meinem schlafenden Pokémon kämpfen oder vielleicht auch nicht. Ich benutze einen Aufwecker. Haben wir ja einen Aufwecker dabei? Aufwecker? Ja, wir haben einen dabei. Unseren letzten Aufwecker, sehr schön. Okay, Aufwecker. Unser Pokémon müsste dadurch ganz leicht wieder wach werden. Und dieser Aeroas ist... Was? Ich hätte erwartet, dass der viel mehr abzieht. Warum zieht er so wenig ab? Oh Gott, Fuchtler ist heftig. Gyarados hat auch einen... Nein! Nicht nochmal! Das Charmian regt mich auf. Ich kann meinen Kampfhaken auch jetzt nicht mehr mit Ruheort heilen. Was ist das denn für ein Mist? Okay, Charmian ist die größere Bedrohung. Auch wenn es nicht danach aussieht, denn es schläfert dauernd unsere Pokémon ein. Mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit auch immer, denn Hypnose ist nicht besonders genau. So, Blubstrahl. Ich glaube, das war's. Ja. Gut, die charmianische Bedrohung ist ausgeschaltet. Fehlt nur noch das Gyarados. Komm schon, Kampfeike. Mein Pokémon ist fast kampfunfähig. Fast, die haben noch eins. Oh Gott. Jetzt muss ich mein Pokémon heilen, ansonsten haben wir ein fettes Problem. Okay, KP Plus. Ich habe zum Glück eine Kumo-Milch noch, die ich mir in diesem Gasthaus gekauft habe.
Und die gebe ich jetzt meinem Kampffalken. Und Waterloo benutzt jetzt Blubstrahl auf das gegnerische Kadabra. Wunderauge, eine Attacke, die glaube ich bewirkt, dass die nächste Attacke trifft. Bin mir nicht sicher. Und es kann auch sein, dass Psycho-Pokémon erlaubt wird, Unlicht-Pokémon anzugreifen. Ich bin mir auch nicht sicher. Vermute ich einfach mal. Ähnlich wie bei Scanner, dass Scanner ermöglicht, dass Kampf-Pokémon Normal-Pokémon angreifen können, glaube ich, dass Wunderauge bewirkt, dass Psycho-Pokémon mit Psycho-Attacken Unlicht-Pokémon angreifen können. Aber das vermute ich nur. Ah, endlich ist der Gegner verwirrt wegen der Fuchtlerei. Und jetzt hoffe ich, dass mein Kampffalke endlich aufwacht, um das gegnerische Gyarados endlich mal anzukratzen. Oh Gott, alle Attacken von meinem Pokémon sind nicht gerade gut gegen ein Gyarados. Ich probiere es mal mit Blubstrahl, auch wenn die Attacke nicht effektiv ist. Wir haben immer noch den Regen auf unserer Seite. Wird wahrscheinlich nicht viel abziehen. Naja. Bitte verlässt dich selber, du hast einen hohen Angriffswert. Danke. Je höher der Angriffswert ist, desto größer der Schaden, wenn sich das Pokémon selbst verletzt. Also von daher sollte man aufpassen, wenn man wenn ein Pokémon verwirrt ist, was einen hohen Angriffswert hat. So, Ruckzuckhieb und halt ein Ruckzuckhieb ist schlecht. Dann Aeroass und nochmal Blubstrahl. Wie kann man überhaupt so ein fettes Gyarados, ohne dass da Wasser in der Nähe ist, einsetzen hier auf diese Route? Das ist eigentlich ein logischer Fehler. Ich meine, man kann ja ein Gyarados nicht an Land einsetzen. Es tappelt dann einfach nur rum wie so ein fettes, ja, wie so ein kleines Carvador. Bloß in XXL-Format, als Gyarados. Bei Pliperin ist es noch logisch, weil Pliperin läuft auf zwei Beinen, da kann ich es mir vorstellen. Und Kampffalke ist auch logisch, aber Gyarados an Land kämpfen ist fast so wie Carvador an Land kämpfen. Ich meine, es hat weder Beine noch Hände, noch kann es irgendwas machen. Es kann nur schwimmen, mehr kann es nicht, um sich fortzubewegen. Dieses Pokémon kann also von daher, müsste es keine Attacke durchführen können. Bis auf Platscher eigentlich, ne? Vom Logischen her. Also das stört mich ein bisschen im Pokémon, dass manchmal Pokémon eingesetzt werden an Orten, wo sie überhaupt nicht eingesetzt werden können. Goldini zum Beispiel auf dem Berg, sagen wir es mal so, ja. Ich meine, Goldini zappelt einfach nur rum. Man kann mit Goldini nicht besonders gut kämpfen, sondern es wackelt dann einfach so rum, wie so ein Carpador. Und das finde ich ein bisschen, ja, unlogisch. Man kann auch, beispielsweise kann man auch Onyxe, wenn man surft, einsetzen. Im Meer. Wie soll das funktionieren? Also von daher müsste es, glaube ich, so ein Ding geben, müssen die Entwickler sowas einführen, dass man bestimmte Pokémon an bestimmten Orten nicht einsetzen kann. Auch wenn es manche Spieler nerven wird, es ist vom Logischen her sinnvoll. Denn ich meine, man kann kein fettes Onix im Meer einsetzen. Es sinkt am Meeresgrund runter wie ein fetter Stein, was es auch ist. Gut, und das ist das Ende von der Route. Wir haben Schlaigede endlich erreicht. Ich wollte nach Elysis, aber einige Pokémon haben mir den Weg versperrt. Das waren diese Entons. Diese Schweine. Gut, wir haben Schlaigede erreicht. Im nächsten Part werden wir uns die Stadt anschauen und vielleicht auch die Arena machen, wenn wir schnell sind. Ich bezweifle es allerdings eher. Ja, also bis dahin. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir die Stadt anschauen. Also macht's gut, euer JankaLP. Wenn ihr jetzt rechts klickt, dann seht ihr einen Link, an dem ihr euch einen Part anschauen könnt, wo ich genau dasselbe mache, was ich in diesem Part auch gemacht habe. Bloß habe ich hier ein kleines Experiment dieses Mal durchgeführt. Und zwar habe ich dieses Mal ein paar, ja, sagen wir mal, ein paar Sounds eingefügt, die seltsam wirken. Aber auch einigermaßen lustig, kennt man wahrscheinlich aus so YouTube-Poops. Die habe ich hier einfach mal so mit ein paar F-Tasten abspielen lassen. Also, wenn ihr euch den Part anschauen wollt, hier rechts werdet ihr den Part jetzt sehen. Gut.
gut, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Im nächsten Part geht es ganz normal weiter mit der Story ohne Poop-Sound. Das war, wie gesagt, nur ein kleines Experiment. Auch wenn ich in diesem Part, wo ich die Poops-Aufnahme mache, was anderes sage, im nächsten Part kommt wieder eine normale Aufnahme hinzu, ohne Poops. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir Schlaide erkunden. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Oder was auch immer ihr macht. Einen schönen Feierabend und sonst noch was. Ja, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Euer Janka LP. Ciao.